Hallo Bayern München Fans, herzlich willkommen auf unserem Kanal. Bevor wir beginnen, vergesst nicht, euch für den Kanal anzumelden, das Video zu liken und es bis zum Ende anzusehen, denn wir werden viele wichtige Informationen über unser geliebtes Team teilen. Leroy Sané, der Flügelspieler des FC Bayern München, steht im Interesse von Manchester City und dem FC Liverpool. Das bedeutet, dass andere Teams Interesse daran haben, das Talent unseres Spielers zu sich zu holen. Sowohl Manchester City als auch der FC Liverpool sind offen für Verhandlungen über den Erwerb von Sané. Das heißt, dass wir in Kürze Neuigkeiten über mögliche Angebote und Verhandlungen zwischen den Teams haben könnten. Leroy Sané hat bereits 4 Jahre lang für Manchester City gespielt, dabei 39 Tore erzielt. Er war ein sehr wichtiger Spieler für das Team und hat die Fans mit seinem Talent auf dem Spielfeld begeistert. Seit seinem Wechsel zum FC Bayern hat sich Sané als regelmäßiger Spieler erwiesen und bereits an 151 Spielen teilgenommen, dabei 47 Tore erzielt. Das zeigt, dass er sich gut in unser Team eingefügt hat und eine Schlüsselrolle in unseren Spielen spielt. Derzeit hat Sané einen Vertrag beim FC Bayern bis 2025, aber wenn er nicht bereit ist, zu verlängern, könnte das Team ihn im nächsten Sommer verkaufen wollen. Das bedeutet, dass wir möglicherweise bald Veränderungen in unserem Kader sehen könnten. Wie wir sehen können, bewegen die Nachrichten über Leroy Sané die Fußballwelt. Bleibt dran für weitere Neuigkeiten und hofft darauf, dass unser Spieler weiterhin beim FC Bayern München glänzt. Bis zum nächsten Mal.